So, gut. Also ich habe nur noch 5 Heiltränke. Mit denen sollte ich vielleicht langsam sich ja wirklich mal ein bisschen haushalten. Ach ne, ich habe auch noch die guten. Ne, halt. Das sind schon die guten, die ich gerade trinke. Naja, Gold haben wir leider auch. Ich habe noch die enormen Verjüngungsträger. Und die Universalresistenz. Aber naja, den hebe ich mir lieber auf. Hatte ich nicht mal 3 Universalresistenzen? Wer bist du? Nur eine Heilerin. Gott sei Dank hat die bis jetzt bei den Kämpfen nicht mit ihm gemacht. So, die ist tot. Dann herrscht jetzt ja hier Ruhe. Wir können in die Tiefen. Oh, eine ungewöhnliche, legendäre, schwere Kampfrüstung. Oh Mann, ey. Ach du Scheiße. Ach, das ist bereits die Kammer oder was? Die Finale. Da steht doch jemand, das sehe ich doch. Ich kann bloß leider nicht laufen, weil ich noch was getrunken habe. Ach du Scheiße. Schön, euch zu sehen. Baal! Endlich wieder jemand, den ich zerstückeln kann. Okay. Wir machen gleich Gedanken, die sind nicht gerade am eigentlich vor Trinken. Ja, ja, Trinken ist viel. Trinken ist wichtig. Ach komm, machen wir mal. Ihr habt neue Erkenntnis. Jawoll! Etwas stimmt nicht. Eure Augen verraten, dass ihr ein Drachentöter seid. Nein, ich bin nichts weiter als ein Drachentöter. Verdammt, hätte er klappen können. Ich kann die Magie in eurem Blut sehen und rieche in eurem Atem leichten Schwefel. Schade, ich dachte, Lügen klappt. Der Drache versucht, dem Verdammten entgegenzuwirken, aber er wird nur den Tod finden. Wenn du meinst. Ich habe das Siegel gefunden. Es gehört nun Damian. Kommt, kleine Schlange, holt es euch von Bar. Wer steht denn da hinten? Level 30, hervorragend. Ach du Scheiße! looks like Endkampf. Gut, dass ich einen Quicksave hier gesetzt habe und keinen richtigen Save. Obwohl, eigentlich kann ich eh nichts anderes machen, außer diesen Kampf hier zu beschreiben. Heilerin des Schwarzpunkts. Also erstmal die Heiler rausnehmen, ist mir sehr wichtig. Mir fällt übrigens gerade ein, wir haben ja neue Erkenntnisse gewonnen. Die können wir doch direkt mal in Damage umwandeln. Und zwar Feuerball. Haha, nächste Stufe. Ah, geil. Oh, für die nächste brauche ich sogar noch ein höheres Level, als ich bin. Naja, gut. Baal steht nur in der Mitte und zaubert. Das finde ich ja schön. Kann ich jetzt erstmal in Ruhe seine Schergen. Noch nicht. Na, scheiße. Ich habe befürchtet, dass es nicht so einfach wird. Oh, 1000 Schaden ist echt heftig. Oh, oh. Oh oh, oh oh, oh oh. Naja, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn ich hier in Quicksave nicht so wie in Dark Messiahs, wo ich letztens mir mein tolles. Achso, ich hatte ihn. Nee, ein Autosave habe ich immer noch nicht. Wo ich mir mein Quicksave so gesetzt habe, dass ich direkt vor dem Gegner stand, wo ich nichts mehr machen konnte, obwohl ich eigentlich dringend mein Inventar hätte umbauen müssen. Das kann mir jetzt zum Glück hier nicht passieren. Nö, lass mich mal in Ruhe. Ja, das Problem ist, dass ich stehen bleiben muss. Stehen bleiben. Machen die viel Schaden. Dass ich stehen bleiben muss zum Zaubern. Während wohingegen ich Tränke trinken beim Laufen kann. Aber trotzdem, ich muss erstmal. Sie muss ich erstmal rausnehmen. Das ist mir total wichtig. Ich kann auf dem halben Weg durchs Inventar kann ich hier nochmal kurz nochmal einen Trank trinken. Das ist immer möglich. Ist er schon durch, der Trank? Ja, ist er durch. Ach so, nicht. Habe ich noch nicht? Na gut. Na gut, der halt nur 74, der Trank, der ist eigentlich ziemlich lächerlich. Der beschwört hier aber nicht unendlich viele Viecher, oder? Hä? Hallo, habe ich den Punkt gar nicht gesetzt? Ach doch, ich habe noch einen. Oh, das ist ja schön. Was bringt mich hier am meisten? Ich würde sagen, oh, das bringt ja eine erhebliche Steigerung von einem Level zum nächsten. Mach ich das doch über das. Ich kann nicht. Hier fehlt ein bisschen die dramatische Endkampf, muss ich sagen. Gut, dass hier nicht diese Säulen stehen. Man stellt sich vor, die wären nicht da. Nein, ich wollte gar nicht in die Ecke zaubern. Es gibt eine andere Ecke, wo es viel mehr lohnen würde. Meine Kreatur lebt übrigens noch, wollte ich immer so. Aua! Was soll denn das? Und ich glaube, der beschwört hier dort wirklich immer noch einen stetigen Schwall an dem Boden, wenn ich das richtig sehe. Ich hätte vielleicht doch mal hier leveln sollen, obwohl, nee, hier leveln wäre Quatsch gewesen. Mann! Der trifft mich ja immer mit seiner ollen Säule. Ach naja, gut, ich glaube, so ein Trank ist mal richtig. Mann! Hallo, lass mich doch mal in Ruhe.
Diese Feuerskelette gehen mir ganz schön auf den Zopf, muss ich sagen, weil die alle auf mich zugerannt kommen. Noch nicht. Also wenn hier mal die Gegner langsam sicher mal ein bisschen wieder wäre. Mann, warum macht der denn... Ich benutze dieses Bild doch auch kaum. Oh, das war der falsche Trank. Das habe ich nicht. Achso, ich habe mein Vieh beschworen. Ich wollte aber eigentlich den anderen Trank trinken hier. Boah. Boah, wenn die... Also wenn die einmal mit Zaubern dran sind, nehme ich hier, krieg ich hier ganz schön auf den Arsch. Oh, das ist ja... Oh, oh, diese ekelhaften Feuerskelette. Ekelhaft, sag ich dir. Ekelhaft. Habe ich meine Waffen gezogen, sehe ich gerade. Naja. So. Ist jetzt Ruhe? Nee, immer noch so viele. So, der ist raus. Mann! Noch nicht. Boah. Ekelhafte Beschwörer. Ich hasse Beschwörer einfach nur. So, jetzt aber. Oh, so. Jetzt ist das ja doch relativ einfach. Eigentlich kann ich direkt nochmal Quicksave. Ich habe zwar einiges am Trinken verloren. Hey. Noch. Ach, er beschwört auch diese hässlichen Skelette. Ah, Mann. Ja, solange er keine Dämonenbeschwörer beschwört, ist alles gut. Das ist bestimmt. Ich bin schwer verletzt. Oh, das erste war nicht mein Heilzauber. Oh, bin schwer verletzt. Jetzt bin ich ein bisschen vorsichtig. Wenn mich der so ein Feuerball trifft, ist das, glaube ich, gar nicht so gesund. Ja, genau. Er kann mich sogar hinter der Wand anvisieren. Ach scheiße, er beschwört wirklich neue Dämonen. Das ist ja irgendwie unpraktisch. Ich würde mich gerne mal voll heilen. Noch nicht. Feuerball! Muha. Ist das jetzt... Er hat ernsthaft einen Dämonenbeschwörer. Boah, das... Boah, Also, dass er Dämonenbeschwörer beschwört, finde ich ja echt scheiße von ihm. Na gut. Dafür sollte ich der Feuerschlag hier, glaube ich... Ist mein. Jawohl, sag ich doch. Noch nicht. So. So, Siegelhall der Seelen. Das Siegel, mit den Türteilen der Seelen geöffnet werden können. Hervorragend. Smaragd, göttliche Veredelung der Intelligenz. Jo. Einzigartig. Aber es ist rot, weil ich es nicht anlegen kann. Gewöhnliches Erz. Was? Ein einzigartig, gewöhnliches, schweres Erz. Der Verdammnis. Jo. Aber noch so schön ist noch ein einzigartiges Ding. Braucht Stufe 31. Ist aber, kann ich aber sonst immer nehmen. Aber so toll ist der gar nicht. Nö. Obwohl, naja, Feuerfluch. Nö. Ich nicht so. Oh. Erfolgerung, hinter Schloss und Riegel, na toll. Naja, ich glaube, ich nehme. Ach komm, 2000 Erfahrung, das ist kaum was wert. Ich nehme mal hier das da. Zack. Schön. Ja, schön. Noch nie konnte ein Drachenritter einen Dämon dieser Stärke in menschlicher Gestalt bezwingen. Baal wurde besiegt. Eine Heldentat, wie sie die Welt bisher nicht gesehen hat. Damian wird niemals glauben, dass das Siegel zum Öffnen der Halle der Seelen dem mächtigsten seiner Diener Interessen wird. Oh, das war schon sein mächtigster Diener? Das heißt, der nächste Gegner ist dann wahrscheinlich Damian selbst. Ach du Scheiße. Drachenschild, Mondstein. Warum ist das grün? Na egal. War jetzt ja nicht so cool. Universalresistenz um 16. Aha. Jungfernblüte. Hübsch. Wenn der Teleporter ist an, wollt ihr wieder nach draußen gehen? Ja, möchte ich. So sieht das. Lest Bücher! Sieht es hier wieder schön aus? Nein, nicht wirklich. Ups. Oh, kick an. Den hätte ich hier brauchen können im Kampf, den Trank. Na gut, den nicht eher so, aber. Ja, so. Dann kann ich ja das Trümmertal eigentlich wieder verlassen. Theoretisch. Ach nee, halt, das Siegel lag unter Alleroth. Nicht. Also, und ich dachte, hier unter der Mine liege ein Siegel, aber das stimmt gar nicht. Aber war ich hier schon? Ja, aller Wahrscheinlichkeit nach war ich hier schon. Na gut, dann gibt es hier im Trümmertal auch gar nicht mehr so richtig was für mich zu holen. All dieweil. Alles, was jetzt noch schön wäre, liegt halt hinter diesem lustigen Schild hier und da. Ich muss ein Heilmittel finden. Ja, dieses Gift bringt mich um. Boah, fuck. Ist wirklich Gift. Tolle Burg, auf jeden Fall. Na gut, hier ist auf jeden Fall unser toller Superschild, den wir nicht durchdringen können. Ist echt ein bisschen ärgerlich. Aua. Aua. Verdammt, ich fliege ja automatisch tiefer, wenn ich danach daran lang fliege. Na gut, dann kriege ich das Schild anscheinend erstmal nicht kaputt, wenn ich das richtig sehe. Nadelmann kann mir auch nichts Neues erzählen.
Ja, dann würde ich mal sagen, verlasse ich erstmal das Trümmertal. Da war ich schon. Ja. Doch, ich glaube, ich... Oh, was? Hier wurde auf mich geschossen? Wo ist denn hier noch ein Geschütz? Denn? Ach komm, das existiert gar nicht. Es sieht aber echt übel aus hier im Trümmertal, mein Ernst. Aber guck mal, hier ist wunderschön. Von hier aus sieht die Landschaft ein bisschen trist aus, aber... Oh, das ist so schön hier in den Orubias schon. Vergleichsweise, meine ich. Schön, dass wir wieder hier sind. So. Dann muss ich gucken, was ich hier noch nicht gemacht habe. Also, ich glaube, als erstes... Ich könnte nochmal runtergucken zur Dinges hier. Zur Höhle von Barnabas. Das war auch die hier, ne? Mal eben schauen. Blablabla. Stellen den Küstenverteidigungsgrund haben. Und gucken, ob ich nicht doch noch das Buch finden kann, was ich da letztes Mal übersehen habe. Das ist ja eigentlich bis heute, wurmt mich das ja, dass ich das Buch vor unzähligen Folgen übersehen habe und nicht finden konnte. Also wirklich das... Es gibt mir wirklich ein bisschen um Zopf, muss ich sagen. Dass ich das nicht auftreiben konnte, das alte Buch. Vor allem, das hätte ja irgendwo da auf dem Tisch liegen müssen. Ich habe es stichweg nicht gesehen. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. Und mir fällt gerade auf, das sollte ich vielleicht noch lesen. Und dann leveln. Na toll. Ich kann als Drache gar nichts mehr leveln, außer die Drachenheilung kann ich nur hochballern. Ach, Drachenschild fand ich nur süß. Ich mache hier meinen Gefährten, mache ich noch stärker. 80 Sekunden lang Steinwippern. Ein Wimmern auf Stufe 32, ja komm, das ist doch nicht schlecht. Ich habe noch 4 Punkte übrig. Oh, ist das lächerlich. Drachenheilung 2+. Es ist jetzt quasi auf Stufe 7. Na, no, nicht schlecht. Drachenzorn, was bringt mir das? Ich habe einen großen Radius nach Schaden zu. Ah, das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Ich meine, die Heilung wird eh nicht viel besser. Machen wir Drachenzorn noch 4 Level drin. Dann nehme ich das auch noch mit. So, bam. Vielleicht brauche ich das ja noch in zukünftigen Luftdefekten. Es wird zwar ein Rätsel, wie ich übrigens so viele Erfahrungspunkte übrig behalten könnte, aber naja. So. So. Und oh. Ich kann mich dunkel erinnern, wie ich das letzte Mal hier rumlief. Hier liegt nur ein riesengroßes Buch rum, was ich aber leider nicht lesen kann. Und das ist es auch nicht. Ganz sicher, dass ich ein Buch holen sollte. Tagebuch. Ja, wunderbar. Und eben das Buch zu entwässern, dass Igors nekromantische Fähigkeit enorm verbessern würde. Ich würde sogar vermuten, das Buch hatte Barnabas selber dabei. Hm. Ich meine, der Typ wird doch nicht unheimlich gewesen sein, das unterm Tisch fallen lassen. Traue ich ihm gar nicht zu, sowas. Der ist hier irgendwo noch... Was ich beim letzten Mal übersehen habe. Ich meine, wie gesagt, das große Buch, was da liegt, das wäre eigentlich prädestiniert dafür zu sein. Aber es ist es halt nicht. Nö. Okay, gut, wir können dieses Buch einfach nicht auftreiben. So, ich möchte direkt mal Drachenzorn ausprobieren, mit der guten Gelegenheit fällt mir gerade ein. Wollte gerade eine Abklingzeit, naja. Also, hier, also herbe Enttäuschung. Kein Gegenstand für mich. Ein bisschen traurig. Was willst du machen? Was willst du machen? Ändern kann ich daran leider auch nichts. Schade eigentlich. Na gut, dann ist diese Quest der Tabak. Aber ich habe die Igor-Geschichte eh abgeschlossen, weil ich habe ja schon die nächste Stufe gemacht. Das mit Anseln nervt mich ein bisschen, weil mir gerade einfällt, ich könnte mir jetzt zum Drachen gehen. Weil meine lustigen Freunde da müssen. Habe ich gerade Thronsaal? Ich hoffe, ich habe Thronsaal liegt. Jawohl, sind wir da. Ich habe euch den gewünscht. Danke vielmals. Ja, dann mach ich jetzt mal. Erfolg. Ich habe eine Bitte sehr. Gold, Eisenbahnachrit. Ach komm, du kannst mal. Auf der Stelle. Auf der Stelle. Hier habe ich eure Exzellenz. Es war mir eine Freude und wie Drachendorn. Ja, ich befehle immer.